Okay. Irgendwas zum Scannen, da sind bloß diese Pilze. Würde ich jetzt. Mundgesichtiger Tod. Diese giftige, nicht essbare Pilze enthalten eine chemische Substanz, die das Nervensystem zusammenbrechen lässt. Okay. Also es ist keine gute Idee, sich den Pilzen zu nähern. Schon mal wichtig. Ein entladender Superkondensator. Ein Suppenkondensator. Der enthält Suppe. Das ist Nickel. Found them. Ah. The researchers caught in the stasis field. Exactly where Kieran said they would be. Interfacing. Wie Fernsehen. Der Entschlüssel der Reliktenschlüsselung, um diese Konsole zu übernehmen. Habe ich doch. Oder nicht? Ah. Achso, ich muss die Umgebung erstmal nach neuen Screens scannen. I detect no additional glyphs in the area. Das ging aber schnell. Das ist schon der Stift, wenn er irgendwie unter den Pilz kommt oder so, ne? So war halt wegen der Tube. Reading of the monitors and... Scott! Scatting stars! What? Who are you? How did... Thanks isn't necessary. Just doing my job. More aliens? Out of nowhere? And Jarl? Do none of you remember getting frozen? Frozen? I don't understand. We were just working on the monolith and then... And then you appeared. You should return to Palev. Kieran will want to speak to you. Maybe you're right. Oh, I feel a head splitter coming on. We should make sure they return to the station. Who knows what lingering effects they might suffer from. Das stimmt. This
Sam of yours in your head. How is it allowing you to interface with the Remnant? Sam helps with analysis and translation, among other things. It's complicated. Ich glaube, Ryder versteht es selber nicht mal so ganz, was da eigentlich so vor sich geht, ne? Jetzt darf ich mir vorstellen. Die haben hier aber mit Munitionskisten und Lebensdingen gar nicht mal so gespart, also. Das sind wieder neue Gegner. Und Platin. Mehr so krabbenartige, ne? Oder halb Krabbe, halb Käfer. Oh. Ein Eirock. Jetzt kenne ich. Das ist so diese Art Apex Predator hier, ne? Hey, der droppt mir was. Nice. Bearbeitbarer Balk. Und der matscht einfach. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll, ne? Er wird einfach zu Matsch. Okay, da kann er irgendwie nicht durch. Hier ist halt drin, er kann zwar durch Objekte durch damit, aber. Diese Ranken waren wohl ein bisschen zu fest. Als könnte er nicht durch diese Materie hindurchschreiten. Höhenfasern. Kieran Dahl said something about fish and gems to me. What was that all about? In an ocean of fish, one will have gems in its mouth. Meaning your success with Remnant is probability, not skill. As the number of cases approaches infinity, the unlikeliest outcomes become likely. Oh, thought it might have been something like that. Autsch. Ein Rylcore. Sieht mir auch eher mehr aus, als wäre so ein halber Pilz. Besteht auch zum Teil aus Pilzen. Okay. Böse Pilze. Die versuchen einen zu beißen. Und da höre ich auch Schüsse.
Warum ist Vetra eigentlich immer so weit vorne? Ich glaube, ihr scheint es zu gefallen, immer so im Geschehen zu stehen. Weiches Chitin. Credits. Okay. Wir besitzen keine Währung, eher einfach Credits dabei. Oh, okay. Da sind eine Menge Zeug drin. Ich habe das Gefühl, das Game schmeißt mir momentan das Zeug irgendwie so hinterher. Abgrund der Schöpfer. Stay alert. We don't know what's down there. We've scanned this area. These structures go deep below the ground. Wir sollte ich ja nicht so viel springen, ne? Ah, da geht's runter. Was? Oh, was ist denn da drüben? Erinnerungsauslöser. Für die Sam Matrix. Those are Natanas uniforms, Pathfinder. Turian Ark? Gut, dass ich Vetra mitgenommen habe, ne? War nicht hier irgendwo... Ach, da oben! Und mit dem seine Schilde. Was ist das für eine Menge Gegner? Bam! Ich weggeschossen. Reinforcements. Da kommt noch mehr. Let's do this.
War jetzt schon ein bisschen challenging. Ein bisschen herausfordernd hier. Historianische Lager. Raptor 2. Präzisionsgewehr. Another memory trigger? One of your father's memories is now accessible. Return to Samnode on the Hyperion to investigate further. Okay. Shot to the gut. Painful. I appreciate the help back there. Name's Avidus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying. Scott Ryder, human pathfinder. You former military? A Spectre. Special tactics and reconnaissance. Did the council's dirty work for 15 years. Er war mal ein Spectre? Wenn das Hausmädchen das Rad ist, was erklärt ihre Taktiken? What? Like their laundry? More like classified assassinations and espionage. The initiative was my retirement plan. Then Natanis hit the scourge and bam, woke up here. What happened? Where's the Ark? No idea. Had to break out of my own damn stasis pod. A fall like that should have killed you. Those pods are sturdier than they look. But most of the Turian population is still missing, including Mason, our Pathfinder. Sam hasn't transferred to me, so he's alive. Just don't know where. He hasn't made it back to the Nexus. Knowing Mason, he's out there looking for me. Mason dedicated his life to Andromeda. He's too stubborn to die now. We need every Pathfinder we can get. Debris and stasis pods from Natanis are scattered across the sector. Between the two of us, we should find something. You go left, I go right? Something like that. Here's my frequency. Call when you find something. Okay. Login. Pathfind Ferrari, okay, mit dem Ferrari. Neuer Eintrag. Irgendwas stimmt in diesem Planeten nicht. Pflanzen schießen hinter einem aus dem Boden. Die Bäume flüstern und ich schwöre, dass uns noch etwas anderes beobachtet als nur diese Aliens. Ich danke den Geistern für den Spectre. Wir überleben dann nur wegen Avitus. Adaptive Initiative Cantec, okay. I can't believe this is really happening. Thought we'd be stuck here forever, or until the aliens killed us. We built this camp from what remained of our stasis pod. If we leave, we can't abandon our wreckage. There's debris we couldn't get to out there. We have to take it with us. Anything from the crash belongs to the Initiative. It'll go back to the Nexus with you. Good. No telling what's still intact. Don't want hostile aliens using it against us. If you find anything from Ark Natanis, tag it for recovery. Oh, and thank you. Okay. Alles schon mal ein Anfang. Den Behälter wird natürlich geplündert. Talon 2, okay. Oh, Nivavage-Behälter. Ich weiß nicht, was diese Geräusche macht, aber es ist irgendwie ein bisschen beunruhigend. Es ist nicht diese Geräusche von den Viechern hier, sondern dieses komische Hämmern von gerade eben. Those aliens have
Das sind hier die Xenophoben. Die xenophobe Partei von den boah, wie heißen die nochmal? Aval? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir den Namen noch nicht so merken. Aber naja. Was haben wir denn da noch so? Ach, das sind dann wahrscheinlich die Trümmer der Arche. Ja. Eins ist irgendwo da oben anscheinend. Oder da hinten. Nee, da unten. Erstmal scannen, bevor wir sie zerstören. Ich setze lieber mal die Remnants an, weil die sind ein bisschen gefährlicher als diese anderen Dudes. Ach, da hinten sind die. Wichtig ist, dass wir den Großen jetzt mal ausschalten. Okay, das war jetzt das geringste Problem. Sind hier noch Gegner? Anscheinend nirgendwo mehr, ne? Und bearbeitbarer Balk, das ist schon mal gut. So die Art, von Ressourcen, die ich immer brauchen kann. So fremdes Wasser zu laufen ist auch nicht immer so die beste Idee. Könnte ja kontaminiert sein.
Ah, trojanische Kalibrierungsspule, das ist schon mal gut. Arknatalis Debris, tagged for salvage. So, jetzt gehe ich noch zu dem Punkt, wo ich den Dings deployen tue, den Aufstellungsposten. Da vorne sind Remnants, die mit die blau sind, okay. Ich glaube nicht, dass die auf meiner Seite sind. Junge. Okay. War hier irgendwo noch ein Assembler. Right away. Ich hab auf den falschen Punkt gedrückt, ne? Oh, da ist ein... Wieder ein Behälter. Da scheint auch nicht mehr zu sein. Oder speichere ich nochmal? Autsch. Okay, das war jetzt nicht so gut. Na gut, ich bin fast vor dem Punkt. Ich glaube, den Kampf mache ich jetzt einmal beim nächsten Mal.